So, willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Der Store hat komische Produkte. Und diesmal sind es Petstones. Was ist das? Petstones sind tatsächlich ein echtes existierendes Produkt, lustigerweise. Ist zur Corona-Zeit aufgekommen. Und es gibt auch diese Online-Sendung, wo die Produkte verkaufen. Teleshopping, genau. Und die haben den Petstone tatsächlich irgendwann angeboten und zur Corona-Zeit haben die Leute diese Dinger gekauft. Haustiersteine, es sind einfach nur scheiß Steine an der Schnur. Nein, doch. Ein Tamagotchi ohne Stroh. Ja, es ist einfach nur ein scheiß Stein und dann haben sich die Leute massenhaft gekauft. Ich meine, du musst dich um das Ding nicht kümmern und es verhungert nicht. Ich denke mir noch, wie dumm sind die Leute? Das erinnert mich krass an diese Esoterik-Sachen. Da gab es doch mal bei diesem ganzen Teleshopping-Gedöns, hatte ich mal so eine Sache gesehen. Da hatten die das verarscht. Ich glaube, die Wochenshow war das oder so. Da hieß es dann so von wegen hier, der Geldmagnet. Wenn du diesen Magneten hast, dann kommt das Geld zu dir. Ja, aber die haben sehr, sehr merkwürdige Sachen. Der eine Typ hat mal seine speziellen Heilsteine, die legst du mit ins Essen, damit du gute Energie mittrinkst. Und wo ich mir denke, ja, da verschluckst du dich vielleicht noch am Stein und erstickst. Wegen deiner Blödheit. Du musst wissen, so ein Stein, der hat auch so Salze und sowas außenrum. Ja. Aus der Privatsammlung und hat dann, glaube ich, ein paar hundert Dollar gekostet. Ein paar hundert Euro sogar. Aha, wahrscheinlich. Ich frag mich echt, was mit den Leuten los ist, dass die so einen Scheiß kaufen. Kennst du die Akasha-Säule? Ich habe den Namen mal gehört. Ist das das, was LeFloid sich in diesem einen Video gekauft hat, wo er gesagt hat, dass das Ding einem verspricht, dass man sich vor Muschis nicht mehr retten kann? Und dann hat er ganz viele Katzen. Nee. Die Akasha-Säule soll gegen die furchtbaren Chemtrails helfen. Das Ding kostet 5.000 Euro. Aber das Geilste war eigentlich an diesem Produkt die Bewertung, wo die Kommentare gesehen hat. Okay. Also, ich habe die Akasha-Säule gekauft. Den nächsten Tag habe ich auf ein Bild geschaut von einem Flieger. Und siehe da, die Chemtrails waren weg. Dann bin ich an meinen Kühlschrank gelaufen. Und die Kondensmilch war auch weg. Diese Säule ist so gut, sie zerstört alles, was Kondens ist. Auch kein Kondenswasser konnte ich im Kühlschrank finden. Okay. Der eine hat irgendwas über Echsenmenschen geschrieben. So richtig, richtig geile Kommentare. Aber die gibt's, also diese alten Kommentare gibt's leider nicht mehr, aber da habe ich ja auch gedacht, die Leute sind so durch. Aber ganz ehrlich, wer kauft, dass es Leute gibt, die sollen Scheiß überhaupt erst kaufen. Ich weiß, im Krankenhaus hatten wir auch so einen, der Engel angeschaut hat und so einen Scheiß, wo ich mir auch gedacht habe, worauf ist dieser Typ? Naja, also es gibt Leute, die sind halt gläubig und ja, nichts gegen Glauben, aber ich setze mich doch nicht in irgendeine Halle mit anderen und tu so, als würde ich Engel sehen oder sehe die halt wirklich. Also, ja, vielleicht hat er Langeweile. Und der war tief und fest von seinen Sachen überzeugt. Der hat auch solche Sachen rausgehauen, ach hier, dir geht so schlecht, geh doch mal in diesen Wald, da kannst du deine ganze negative Energie loswerden. Und das nimm macht diesen Strick mit. Ja, okay, gut, ich nehme diesen Strick mit. Nein, da gibt's anscheinend so einen Wald, in dem gute Energie herrscht und alle Leute, die halt schlechte Energie haben, können da hingehen und die gute Energie aufnehmen und quasi die schlechte dort lassen. Und da denke ich mir, ich gehe also in den Wald, in dem alle ihre schlechte Energie lassen und das soll helfen. Also mit anderen Worten wird der arme Wald durch schlechte Energie belastet. Junge, was denkt ihr denn? Was macht ihr mit der Umwelt? Ja. Es geht auch so nicht. Just what I was after. Frage ich mich auch, was ist denn los mit den Leuten? Ja, die haben halt irgendwie nichts zu tun, oder? Ich glaube auch, dass das Hauptproblem ist, dass die einfach keine richtigen Probleme mehr haben. Teilweise. Manchmal will man mit den Leuten tauschen, wenn die Probleme einem nicht gut genug sind, ne? Ich bin froh, wenn ich mich mal um nichts kümmern muss irgendwie. Ah, ich
meine, wenn man sich mal nichts kümmern muss, das kann sehr erholend sein. Das ist richtig. Und was machen wir hier gerade? Wir kümmern uns um alles. Wir könnten auch Angestellte einstellen, aber die kosten mir zu viel. Richtig. Ein paar Sklaven anstellen können wir ja, aber... Nein, Quatsch, alles gut. Wir können ja theoretisch sonst irgendwo mal einen ausprobieren. Gucken wir mal, wie der sich verhält. Sonst schmeißen wir wieder raus. Ja, das, die kosten so viel bei der Einstellung. Aber nur bei der Einstellung? Ja, und dann täglich. Und dann auch noch täglich. Ich wollte gerade sagen, entweder bei der Einstellung oder täglich, aber nicht beide. Beides. Ja, das geht ja. Weil mein erster Gedanke war, einstellen, ausstellen, einstellen, ausstellen. Aber das kostet dann vielleicht auch viel. Ja, das könnte dann sehr teuer werden, weil ich glaube, wenn du die dann einmal hast, die dann die ganze Zeit bezahlen, das wirkt dann schon ein bisschen besser. So, das ist dann günstiger, als wenn du den jetzt neu einstellen musst. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ah, überall dieses leckere Beerdinger. Mit extra Friedhofserde. Und Mafiafleisch. Doch das Richtige, oder? Noch Pferdefleisch extra dabei. Klar, Pferdefleisch-Lasagne. Richtig saftig. So, das eine, was gerade eigentlich gar nicht benutzt wird, das Regal, weil wir nicht genug verschiedene Produkte haben, da stelle ich jetzt einfach mal alles rein, was hier noch so rumsteht. Haben wir irgendwo Gurken? Ja, vorne bei der Quengelware. Ach, natürlich, bei der Quengelware. Direkt hinter dieser rothaarigen Frau hier. Die richtig. Ein Problem hat. Ich geh mal nicht rein. Ich hatte ein Problem. Die will, dass du ihr dabei hilfst. Ja. Sie will, dass du ihr zeigst, wie man die Gurke benutzt. Gibt's spezielle Pornos für Läden? Ich weiß nicht, worüber du redest, aber ich rede von Gurke schneiden, waschen, kochen. Nö, interessiert mich jetzt gerade. Es gibt ja hauptsächlich also solche dämlichen Kategorien. Gibt's dafür auch eine separate? Kategorie bestimmt. Kannst du gerne meine Erfahrung bringen. Unsere Kunden, aka Zuschauer, die wollen das bestimmt wissen. Müsste ich erstmal gucken, wonach ich da google. Erstmal rauskriegen. Erstmal SEO. Gib dir die schon rüber. Du brauchst nicht weit laufen. Ich will an den Kürbis. Kirby's Dreamland? Richtig, Kirby ist Dreamland oder Kirby ist was anderes. Auf jeden Fall Kirby. Die hatten wir aber nicht hier vorne, die waren... Tatsächlich finde ich es besser, dass ich jetzt hier so rumlaufen kann. Du meinst, dass wir hier mehr Platz haben jetzt? Ja, dass du das hier ein bisschen umorganisiert hast an der einen Stelle. Ja. Ich dachte mir, da ist vielleicht ganz gut, wenn man da halt durch kann, weil einfach, dann hast du hier so einen kleinen Kreis, wo du langlaufen kannst. Ja. Das ist ein Kreis. Ey, hier kommen auch permanent irgendwelche Produkte. Ja, irgendwie schon, ne? Wir kommen gar nicht mehr dazu, irgendwie was anderes zu machen, als aus- und einzuräumen. Und bestellen natürlich. Ja, irgendwie habe ich auch gerade das Gefühl, wir kommen geldtechnisch nicht vorwärts, weil wir ständig irgendwelchen Scheiß kaufen. Ja, aber dass wir diesen Scheiß kaufen müssen, ist halt so. Aber Regale kaufen wir jetzt ja schon länger nicht mehr. Wir kriegen gerade schon wieder mehr Geld. Ja, ja, ich sehe schon, wir haben fast genug, dass wir die nächste Stufe der Evolution machen können. Richtig, und du musst ja auch bedenken, dass wir schon verschiedene Upgrades durchgezogen haben. Was hast du durchgezogen? Upgrades. Ja, ich weiß. Exactly what I need. Ich wollte nur irgendeinen Witz über Durchziehen machen. Ja, mach mal Fenster zu. Ich hab nicht mal ein Fenster hier in dem Raum. Was nicht mein Fenster? Ich hab kein Fenster in dem Raum hier. Das ist eine Schande. Ich habe mir das extra deswegen ausgesucht. So, du wolltest kein Fenster haben. Du wolltest, dass der Mief drin bleibt. Nein, Quatsch, als ich hab meinen Vorratsraum direkt daneben. Das ist auch vorteilhaft. Das ist richtig, das ist was anderes. Ich kann einfach rübergehen und mir Sachen rausholen. Einfach was wegsnacken. Ja, okay, lustigerweise ist da kein einziger Snack irgendwie drin. Also dann machst du was falsch. Wir haben nicht so viele Süßigkeiten und Kram hier zu Hause. So.
Ich habe ja immer noch zwei Tafeln Schokolade neben mir liegen. Die eine ist halb angeknabbert. So, nice. Store-Ebene wird erhöht. Ja, dann kriegen wir neue Produkte. Dann wollen die aber auch neue Produkte, ne? Denk dran. Ja, nein, ich wollte gerade gucken, was wir dazu kriegen. Was auch immer wir dazu kriegen, ich werde es bestellen. Was auch immer durch die... Ah, jetzt kriegen wir die Wassermelone. Ja, und wir kriegen wahrscheinlich Wasser, oder wie war das? Nee, aber Energy-Drinks kommen jetzt dazu. Ja, stimmt, die kleinen von den grünen und von den roten. Mexikanischer Reis. Mexikanischer Reis. Und Nudeln mit Hühnergeschmack. Mmh, Hühnernudeln. Das ist was Gutes. Das ist was Feines. Na, verdammt, ich brauche Geld. Ich bin gerade dabei. $300 brauche ich. Kriegst du nicht. Kannst du nicht. Wollen auch noch 60 Cent dazu haben. Okay, ach, du bist schon hier, okay. Richtig, ich sag ja, ich kümmere mich gerade drum. Aber irgendwie ist gerade nur die Selbstabholer. Also die Selbstabholer sind eigentlich schon so gern gesehen, dass die Kasse quasi vorne gar nicht mehr besetzt ist. Nicht mehr so viel tatsächlich. Das ist eher was für dich jetzt. Das ist Getränk und Gemüse. Aha. Deswegen ist halt die Frage, ob wir die Kasse vorne überhaupt noch benutzen. Wir könnten sie ja eigentlich ausmachen. Ja, ausmachen. Wenn wir sie ausmachen, sollten wir sie auch wegstellen. Dann können wir da nämlich stattdessen Platz schaffen für mehr Sachen. Ja, aber wir sollten sie als notfallmäßig halt dastehen lassen, finde ich. Ich meine, wann haben wir einen Notfall, dass wir die brauchen? Wenn wir die Kunden aus dem Laden wollen. Das ist richtig, aber die nehmen dann trotzdem nicht zwingend die Kasse. Die nehmen dann trotzdem teilweise die Selbstabholer. Ja, aber es macht schon einen Unterschied, wenn du da halt mit abkassierst. Das ist richtig. Frage, wo packe ich die neuen Melonen hin? Ich glaube, wir brauchen noch ein Regal. So, erstmal Energy, Leute. Snackt euch einen grünen. Übrigens, der Energy, der ist hundertprozentig auch Apfelzimt, weil der ist grün. Das wäre auf jeden Fall mal eine neue Sorte. Die ganzen Influencer bringen ja auch ständig irgendwelche Energy-Drinks und sowas raus. Und dann schreiben sie was hin wie sündige Himbeere oder Wassermelone. Saftige Wassermelone. Wo ich mir immer denke, keiner traut sich irgendwie mal einen speziellen Geschmack zu nehmen. Sowas wie Apfelzimt. Das ist richtig. Sind die Leute so einfallslos? Apfelzimt wäre schon geil, ne? Also, ja, also es wäre auf jeden Fall mal was Neues. Das ist richtig. Ich meine, ich trinke jetzt keine Energy Groß normalerweise, außer jetzt, wenn ich Holy habe, den Wassermelone hier. Den habe ich nämlich schon länger hier stehen, bei Weihnachtskalender. Der schimmelt schon. Das Ding ist, Holy-Zeug wird nicht schlecht. Das Zeug davon, wie gut es ist und gesund. Ne, das ist halt, weil es ja nur das Pulver ist. Trocken gelagertes Pulver wird halt nicht schlecht. Ach so, ja. Ja, doch, kann auch schlecht werden. Ja, die Sache ist, okay, wenn du es angebrochen hast und du brauchst zu lange, dann kann es sein, dass das Pulver natürlich irgendwie Feuchtigkeit zieht. Ja, aber auch so, irgendwann kannst du die Sachen dann trotzdem nicht mehr verwenden. Ja, aber die Dosen sind halt sehr, 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 sehr gut abgeriegelt, die ich hier habe davon. Deswegen, das geht eigentlich. Ich brauche bald auch nochmal ein neues Paprika-Regal, weil jetzt haben wir zwei Sorten, die haben die anders angemalt. Yes, found it. Boah, hast du nachgeguckt, ne? Weißt du, der kommt vorbei, sieht mich an und dann sagt er exactly what I was looking for. Der hat sich bestimmt auch so eine Puppe geholt. Ja. Aber die sind doch gar nicht mehr im Angebot. Nee. Aber sie sind gut gelaufen, wir haben echt viel Geld gemacht an dem Tag. Richtig. Es ist einfach ein wiederkehrender Kunde, weißt du, der ist treu, der hat beim letzten Mal, war der auch da. Was ist das? Energy Drinks. Nur für dich, glaube ich. Du musst die eigentlich gar nicht hier reintragen. Du kannst sie einfach über die Wand drüber schmeißen. Wenn ich dann hier drin bin, dann kann ich die einsortieren. Da ist was dran. Weil warum tragen, wenn man werfen kann? Ah, es sind die ganzen Nudeln hier. Es sind die ganzen Nudeln hier. Yes! Ah, ich liebe es, wenn das Spiel so passend reagiert. Ich pack jetzt erstmal die Melonen irgendwo hin, dass sie einfach mal da sind.
weil dann stehen die nicht mehr so viel hier im Dings rum. Und brauche jetzt neue Regale, bringt mir Regale. Richtig. Gib uns le Regale. Also eins kann ich auf jeden Fall hier hinpacken, das andere vielleicht hier hin, ich weiß nicht. Werden wir rausfinden. Ja. Ich glaube, zwei, drei Obstregale brauchen wir aber auf jeden Fall noch. Kannst du jetzt gerade noch nicht bestellen. Schweinerei. Ja, die Melonen brauchen halt so viel Platz. Richtig, Melonen sind wie Kohl. Ja, und Kürbis. Richtig. Die bringen aber ordentlich Geld. Aber eigentlich müsste ich die Melonen ja an der Kasse einsortieren. Ja. Bei der Quengelware. Ich habe gerne ein paar Melonen in der Hand. Ja, klar, wer hat das nicht gerne? Das passt und griffig. Ach scheiße, jetzt passt das nicht ganz hier hin. Ah, doch, da war's. Ich hab dir dein Regal näher gebracht. Ah, passt. Mexikanische Reis. Ich glaube, da packe ich aber erstmal die Nudeln rein da hinten. Wo packe ich den Reis? Wo ist das Regal? Das Regal habe ich da hinten hingestellt. Am Weg. Hier vorne. Ah ja. Hier hinten würde ich tatsächlich die Nudeln hinpacken und diesen tollen, ethnisch korrekten Reis packen wir woanders hin. Bitte schön. Da, bitte schön. So. Dann müsste ich noch ein bisschen gelb. Ne, die gelben gibt es ja noch gar nicht in kleinen, stimmt. Dann brauche ich die nicht. Just what I was after. Vorne ein bisschen rot. Ein bisschen Beerdinger. Nice. Aber eigentlich ist getränkemäßig sonst alles relativ voll. Swipe your car. Exactly what I was looking for. Darauf hat sie gewartet. Mhm. Dann. Was haben wir denn Schönes? Ich hab gesagt Beerdung. Das heißt, exactly what I was looking über 111 for. Können wir haben von den Bieren. Sonst ist es zu wenig. Nehmen wir davon ein bisschen was. Dieser Reis sieht irgendwie aus wie so ein Fertigprodukt. Da ist sogar. Das stimmt auch. Da ist sogar Rice Man drauf mit so einem Asia-Hut. Okay. Store Expansion. Was haben wir denn hier Schönes? Achso, was brauchen wir eigentlich fürs Nächste? Wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Store-Ebene, sonst können wir nicht die, den Platz vergrößern. Und das wäre bei 3000. Das ist unser Ziel. Dann... Ich hätte eine tolle Idee, wie wir nicht mehr auffüllen müssen. Okay. Und zwar machen wir einfach die Produkte extrem teuer. Dann kaufen die nicht mehr. Genau, dann musst du nicht mehr auffüllen. Ja, das ist richtig. Also, eindeutig. Ah, super, die Nudeln fehlen nämlich noch. Ich dachte mir, wenn du das Ding schon mal leer machst, dann lege ich dir die Sachen oben drauf, dann kannst du gleich losfahren. Yep. Ist der andere Wagen noch hinten, oder? Ja. Glaube ich dir den, ne? Njum. Weißt du, was wir noch brauchen? Nö, ja, Apfelzimt. Das auch, aber wir brauchen noch Upgrades für die Wagen. Die brauchen noch so Raketenantrieb an den Seiten. Dann kommst du viel schneller durch die Gänge. Und kannst viel besser die Leute töten. Richtig. Exactly what I need. Eben, da warten die doch nur drauf. Ich kaufe neue Produkte. Mhm. Ich muss mal überlegen, wie ich das jetzt baue. Ich meine, ich könnte ja, wenn die Quengelware da so stehen bleibt. Ich weiß nicht, kaufe hier noch mal ein bisschen Kohle nach. Mhm. Why the high price? Weil du keine Kohle hast. Ach, kein Geld mehr. Die sagen, wir hätten zu teure Preise. Ja, ich hab's gehört. Ich sehe das ja anders, also du würdest uns richtig verstehen. Haben wir schon noch Restkartoffeln gehabt? Nee, ne, das ist nur noch vorne. Okay. Los, Leute, kauft! Ich muss jetzt mal hier die Kartoffeln umräumen, dann kommen die Kartoffeln auf die andere Seite. Dann kann ich die Melonen dahin packen. Das ist dann das, was am nächsten an der Kasse dann noch drin ist. Da kauft jetzt keiner. Die sind an der Selbstkasse. Oh. Sind alle an den Selbstzahlern. Wenn sie dann so extrem viel haben, das bringt zwar viel Geld, aber das dauert dann ewig. Ja, das waren 20er.
Richtig. Ja, gut. Das ist halt das Problem, wenn wir nicht die manuelle Kasse haben. Ja. Aber eigentlich hilft uns das im Generellen so viel weiter, wenn du ehrlich bist. Muss ich halt nicht drum kümmern. Richtig. Da kannst du in der Zeit so viel andere Sachen machen. Zum Beispiel hier warten, dass sie endlich bezahlt haben. Richtig, das ist auch richtig geil. Aber du könntest auch stattdessen gucken, wenn du Geld hast, was wir gerade nicht haben, aber wenn du Geld hättest, könntest du zum Beispiel Deko kaufen. Kakteen, um die an die Selbstzahler zu stellen, dass die Leute schneller an den Selbstzahlern arbeiten, weil sie dann nämlich verletzt werden und gepiekst werden. Dann bewegen die sich schneller, weißt du? Das ist, was fehlt. Das ist kein Kaktus. Ja, Obst ist langsam, muss ich langsam mal nachfüllen, so ein bisschen. Na, los, noch einmal bestellen. Dann hole ich mir mehr Huhn und mehr mexikanischer Reis. Mehr Huhn und mehr Mexikaner. Können wir demnächst Mario Kart in unserem Supermarkt fahren? Wir haben schon fast eine Strecke zusammen. Bananen haben wir auch zum Werfen. Richtig. Wir brauchen noch grüne Panzer. Da kannst du Melonen nehmen. Ja, oder Melonen. Aber oder die Äpfel. Auch. Ja, aber dann nur die grünen und die sind was klein. Ja, dann muss es schon so ein Kohlkopf sein oder so eine Melone. Gott, jetzt müsste ich eigentlich alles bestellt haben. Und rote haben wir auch. Das sind Äpfel. Ja die Kürbisse. Oder so, ja. Die Kürbisse, die tun viel schöner weh. Stell mal vor, so ein Kürbis an den Kopf. Der klatscht gut. Melonen am Kopf klatschen auch gut. Ja, bestimmt. Ich meine, es gibt doch diese Wettbewerbe von wegen hier Melonen zerbatschen. Echt? Das wird doch am Strand gerne gemacht. Kriegen die eine Augenbinde um die Leute und dann müssen die da die Melone treffen. Ah ja. Wenn du jetzt eine Frau in die Brust triffst, zählt das auch. Das musst du die Leute fragen, die das erfunden haben. Ich glaube aber nicht. Ich weiß nicht, weshalb ich das glaube. Wenn es große Brüste sind? Ich glaube, das hilft nicht. This is perfect. Die müssten schon sehr hart sein, dass es dann nicht wehtut. So Stein zum Beispiel. Ich habe doch mal in irgendeiner Vorschau gesehen, wie eine Frau mit ihrer Brust tatsächlich, was hat die? Irgendwas hat die mit ihrer Brust kaputt gemacht. Es war irgendwas Hartes. Oh, ich weiß es nicht mehr. Okay. Habe ich auch gedacht, wow. Und hat die eine Melone zertrümmert? Ich glaube, die hat eine Melone mit ihrer Brust zertrümmert. Okay, dann denkst du dir, wow, das kann mich töten. Ich will es, ich muss es erleben. So, hier der Wagen. Du nimmst ihn von vorne und ich von hinten. Ich hab dir nämlich hier deine Sachen vorne draufgelegt. Das habe ich doch alles ich bestellt. Ja, du hast es bestellt, aber hier ist auch mein Kohlweil. Ja, den habe ich bestellt. Ich weiß, den brauche ich doch. Ja, ich weiß. Brauche es. Das so, braucht's perfect. Mal wieder. Ja, natürlich, was erwartest du? Krass, wir kriegen nicht den ganzen Kohl untergebracht. Das ist mal was Neues. Naja, dann wird dazwischen gelagert, indem du ihn hinschmeißt. Das ist unsere Lagertechnik. Einige mag das wahnsinnig machen, wir finden es geil. Ja, weißt du, wen das besonders wahnsinnig macht? Na? Die Leute, die einen Supermarkt führen, die wissen nämlich genau, wir haben recht. Ja. Das ist eindeutig so. Es gibt keine andere Alternative. Das ist die einzig wahre, richtige Lagerform. Und wir labern auch keinen Müll. Es gibt tatsächlich verschiedene Lagerformen und eine davon ist Haufenlagerung. Das kenne ich. Es gibt auch Eimerlagerung. Ja. Das Eimerprinzip. Kennst du das? Das kenne ich wiederum nicht. Eimerprinzip ist, du nimmst den Eimer und schmeißt all dein Werkzeug da rein, was du brauchst, und dann hast du es halt. Du musst halt da nur suchen, wenn du was aus dem Eimer entsprechend speziell finden musst. Das ist Eimerprinzip. Ah ja. Yes, found it. Aber du, es ist grausam. Die Folge ist vorbei. Das auch? Ich wollte jetzt gleich nämlich den Store closen. Aber du
Unser Laden wird langsam aufgeräumt. Kann man relativ schnell... ja, sagst du gerade zu dem, der hier Produkte vor die Dinger schmeißt? Ja, natürlich. Das ist doch die beste Lagerung, da haben wir uns doch drüber geeinigt. Warte mal, ich muss mal eben, bevor ich das hier fertig mache. Hopp. Store is closed. So, dann kommt zumindest kein neuer rein. Da, jetzt werden die Kunden abgezogen. Komm her mit der Kohle. Jo Mädel, du kannst doch direkt die Telefonnummer da lassen. Nee, wisch mir Bescheid. So, den ziehen wir auch ab. Und was hat er sich gekauft? Kekse und alles, weißt du? Der war wahrscheinlich ich. Sachen. Ah, hast dich getarnt. Bist du inkognito unterwegs? Inkognito, ja. War ja klar. So, die Kasse funktioniert nicht. Der Rest funktioniert. Das Hallo, ich bin Guy Inkognito. Was ich mich aber auch momentan so frage, kriegen wir irgendwann vielleicht auch mal ein neues Stockwerk? Weil das wäre ein Riesen-Upgrade. Nee, ich glaube, du kriegst keine neuen Stockwerke. Ich glaube, das wäre einfach zu schwierig, weil da muss der ja super viel umprogrammieren, sowohl von der KI von denen, als auch von, ja, also ein Stockwerk ist, haben. Ein Stockwerk ist wirklich schwierig. Ich meine auch mit den Wagen, wie kriegst du den Wagen die Treppe hoch? Achso, da könnte man eine Art Fahrstuhl bauen. Ja, das ist richtig, könnte man, aber... so von der Animation her müsste das dann auch damit mit der Treffer, also mit der Hitbox dann entsprechend eingehend kodiert werden. Dass es dann auch gut aussieht, sonst schiebst du den Wagen durch die Treppe durch. Ja. Ich weiß noch, bei Edna bricht aus, konnte man ja diese Kommentare machen. Und ich habe damals ein Let's Play von geschaut und der hat das angeklickt und der hat gesagt, der hat eine Treppe in das Spiel eingebaut und das war so unglaublich viel Programmierarbeit. Also zwei Ebenen in einem Bereich quasi dadurch geschaffen. Etwas, das so wenig bringt, das war Poki, genau. Und er hat auch gesagt, das ist super aufwendig gewesen dafür, dass du eigentlich nur so ein wirklich nur einen kleinen Schritt in ein paar Treppenstufen eigentlich hast. Mhm. Braucht man langsam ein paar mehr Pomegranate. Muss ich mal gucken. Und ein paar Zwiebeln. Andererseits ist es nur schwierig, wenn du nicht weißt, wie es geht. Das ist richtig. Du musst halt einfach dann gewisse Triggerpunkte setzen, dann hast du halt je nachdem verschiedene Regions, wo du sagst, okay, das ist das und das ist das und dann wechselst du vielleicht das Teilset, je nachdem wie die Trefferboxen sind oder so. Sowas halt. Ja. Aber gut, das war's dann jetzt auch schon mit unserem kleinen Part. Hier, wundert euch nicht, das sieht immer noch wunderschön aus, genauso wie sonst auch. Uns fehlen nur immer noch weitere Kakteen für die Selbstzahlerkassen, damit die Kunden beschleunigt werden. Das ist ein Upgrade. Und dann hoffen wir mal, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder verschiedenste komische Dinge bei uns zu kaufen gibt. Bis dann. Tschüss. Jo, war doch schön. Ja. Irgendwer schmeißt die Kisten immer wieder daneben. Weiß ich nicht.